Moin, moin, ich bin mal wieder da und heute mal mit einem Tutorial zu Better Discord. Das ist eine Erweiterung für euer Discord, womit ihr Plugins installieren könnt und Themes und vieles weitere auch machen könnt. Also würde ich sagen, let's go mit dem Video. Also, ihr müsst hier auf diese Webseite gehen. Den Link dafür schicke ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ja, Discord, ja. Und da könnt ihr halt Themes installieren, Plugins, ja. Eigentlich sehr gute Erweiterung und ja. Einfach mal auf Download klicken hier, damit ihr es downloaden könnt. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis es runtergeladen ist. Dann, wenn es heruntergeladen ist, einfach auf Öffnen klicken. So, es dauert ein bisschen, weil es erst noch runterladen muss. So. Also Discord ist halt eine Erweiterung. Better Discord ist halt eine Erweiterung für Discord, mit der Plugins, die sehr viele Sachen machen können und Themes installieren können, die auch sehr viel Sachen machen können, die sehr schön aussehen, ja. So. Und dann würde ich sagen, das sollte jetzt hier noch ein bisschen so. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir mal. So, hier ist das. Wenn ihr es geöffnet habt, kommt das hier, das müsst ihr natürlich durchlesen und akzeptieren, so da auf Next klicken. So, dann müsst ihr hier auf Install Better Discord to Repair ist, weil es nicht funktionieren sollte. Und Uninstall ist deinstallieren, Repair weiß ich aber nicht, wie man das hervorrufen kann, also kann ich das euch nicht sagen. So, klicken wir aber mal auf Next. So, Discord, da müsst ihr jetzt sehr einfach, warum das zensiert ist, weil da der Dateipfad drin ist. So, einfach mal da jetzt hier auf draufklicken, sodass das dann blau wird. So, einfach draufklicken, sodass es so blau wird wie bei mir. So, dann auf Install, jetzt lädt er es runter. Ja, also dann könnt ihr jetzt einfach hier auf Close klicken, wenn es installiert ist, ja. Ganz einfach, so, let's go, das müsste jetzt hier eigentlich direkt gehen, so, einfach mal auf Close klicken, wenn ihr auf Close klickt, dann wird das, dann wird Discord neu gestartet, so, wenn es neu gestartet ist, kommt, müsste eigentlich das hier kommen mit Hotfixes und Fixes, ja, und Better Discord müsste da oben stehen, das Logo, so, und dann gehen wir jetzt mal direkt in die Einstellung. So, da könnt ihr auch direkt sehen, es gibt Better Discord Einstellungen, die sind neu hinzugekommen, da können wir jetzt mal hier ganz viele Sachen einstellen, wie zum Beispiel einen farbigen Text da unten, oder ja, den aktivieren wir jetzt mal hier, den farbigen Text, dann passt der, also die Rollenfarbe ist dann auch gleichzeitig die Textfarbe, beziehungsweise die Textfarbe ist die Rollenfarbe, ne? Da könnt ihr jetzt hier, könnt ihr auch ganz viele verschiedene Sachen einstellen, ja. Eigentlich ganz gut, so, ihr könnt hier, ja, da müsst ihr euch mal durchlesen, was ihr da so alles einstellen könnt und ja, gucken, was euch am besten gefällt und ja, was ihr dann da einstellen wollt. Als nächstes Custom CSS könnt ihr natürlich auch machen. So, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt aber auch schon zu den Plugins. So, dafür müsst ihr einfach ja, halt in den Plugin Reiter in die Einstellung gehen. So, die Plugins könnt ihr auf der Webseite, wo ihr es auch downloadet, da müsst ihr einfach oben auf Plugins klicken, herunterladen. So, und da gibt es jetzt ja sehr viele Plugins und die könnt ihr euch ja alle mal angucken. Hier gibt es ja einfach sehr viele Plugins, die ihr alle runterladen könnt und ja. Wir suchen uns jetzt hier einfach mal irgendein Plugin aus, aber erst müssen wir noch in den Discord Plugin Ordner öffnen. Dafür gehen wir einfach nochmal zurück in Discord, so, und auf Öffne Plugin Ordner müsst ihr darauf klicken, öffnet sich ein Ordner und dann könnt ihr jetzt da das direkt euer Plugin herunterladen und wenn es heruntergeladen ist, einfach in den Ordner reinschieben. Ich mache das gerade im Hintergrund, das seht ihr hier, ja auch da unten ein bisschen so. Wenn man ihn dann hinzufügt, ist er wirklich direkt da drin, das ist wirklich sehr schnell und ihr könnt es einfach aktivieren, das zeige ich euch jetzt gleich und ich installiere mir jetzt einfach mal so ein Better Volume, damit kann man
bis auf die Kommastelle einstellen, wie viel Prozent der andere haben soll. Ja, wartet mal kurz. Es dauert ein bisschen. So, da ist es drin. Also es dauert nicht ein bisschen. Ich habe nur das Herunterladen dauert ein bisschen, aber das geht wirklich unglaublich schnell, wie das da eingefügt ist. So, aktivieren wir es mal schnell. So, jetzt probieren wir es mal aus. Hier rechts sieht man auch den farbigen Text. Ja. Und dann können wir jetzt hier bis auf die Kommastelle halt einstellen, wie hoch das wie hoch das sein soll. Also die Lautstärke des jeweils anderen. So, dann würde ich sagen, ja, das ist, ich habe einfach ein random Plugin genommen, ihr könnt natürlich auch andere nehmen, müsst ihr euch da mal reinlesen und reingucken, was es da für Plugins gibt. So, dann gibt es hier jetzt noch die Themes, dafür müsst ihr jetzt wieder auf die Webseite gehen, da gibt es auch einen Reiter Themes, da könnt ihr euch wieder runterladen. Ihr könnt aber euch auch Plugins und Themes von anderen Webseiten runterladen, aber ja, da müsst ihr aufpassen, weil ihr könntet euch damit auch ein Virus einfangen. Also Plugins und Themes könnt ihr euch auch irgendwo anders im Internet runterladen, ja. Das ist eigentlich, ja, weil die halt dann vor anderen Stellen sind, die das nicht da auch geladen haben. So, wir installieren uns jetzt ja einfach mal als erster. Einfach mal auf Download klicken, dann wird das hier oben rechts runtergeladen und dann auf halt dann wieder das gleiche machen wie gerade eben. Einfach mal in Discord wieder zurückgehen und dann auf Öffne Themes Ordner. So, wenn ihr den Themes Ordner geöffnet habt, dann schiebt ihr das da einfach rein, dieses Theme. Ja, guckt, jetzt ist schon drin, einfach aktivieren. Und das geht genauso schnell wie mit den Plugins. So, ihr seht schon, ja, ist halt sehr blau gehalten. Und ich finde es eigentlich ein sehr gutes Theme. Und ja, ich würde sagen, das war's dann aber auch schon mit diesem Video. Das ist ein sehr kurzes Video, aber ja, ich würde sagen, joint meinem Discord in der Beschreibung. Ist der Link und ja. Muss ich sagen, ich hoffe, ich habe das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Aber ja, deswegen würde ich jetzt sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Ja.